Es ist damals die Bevölkerung gewesen, vor etwa 500 Jahren. Die brauchten Lagerplatz für ihr Bier. Und da die Keller gleichbleibende Temperaturen haben, und es im Prinzip waren es alles Einzelanlagen, also jedes Haus hatte seine eigenen Gänge. Und teilweise wurde das Bier auch von den Hausbesitzern gebraut. Da gab es dann so Kommunen, die sich dann später gebildet haben. Ja, jedenfalls haben die dort unten das Bier gelagert. Und wer da der Erste war, das kann man nicht sagen. Also es ist nicht irgendwie ein Datum festgelegt, dass das irgendwo unten steht, hier dieser Gang ist am so und so vielten, oder? Ich sag mal, standen da schon die Häuser und dann haben die Gänge gegraben? Ja, die Häuser standen schon. Man hat das Haus gebaut, hat dann teilweise die Kellergruben, also die Keller da unten reingebaut. Und von den Gängen, von den Kellern dann, wurden dann später die Gänge angerichtet. So, und das ist dann so gewesen, dass die sozusagen, die hatten ihren Keller und dann brauchten die Platz, weil der Keller, sage ich mal, einfach nicht mehr reichte. Dann hat man dann gebuddelt in die Tiefe, die sind so ungefähr zwischen 9 und 12 Meter tief. Und dann hat man den reingebuddelt und hat dann von Jahr zu Jahr das immer weiter gemacht, so dass das dann irgendwann richtig verzweigtes System war. Und die hatten keine Angst, dass dann oben drüber irgendwas einstürzt? Nee, das hat man so gebaut. Man hat dann nicht einen großen Raum nochmal reingebaut, sondern alles Gänge, die im Schnitt 1,5 Meter breit sind und dann immer so verzweigt. Das ist, also eingestürzt ist da eigentlich nichts. Damals. Damals, vor 500 Jahren. Mhm. Und damals hat dann quasi, habe ich ja auch irgendwo gelesen, jeder so sein eigenes Bier brauen dürfen, so fast. Ich sage mal einfach wie kleine Privatbrauereien und jeder hat dann sein eigenes Bier gebraut. Später ist das dann moderner geworden, dann haben sich Braukommunen gebildet, damit nicht jeder diese Utensilien brauchte, die man für Bierherstellung braucht, aber ansonsten eigentlich. Es gab 300 Häuser, die hatten das Braurecht. Das ist überliefert. Und die durften ihr eigenes Bier brauen und kriegten dann sozusagen vom Bischof so eine, wie eine Urkunde und dann konnten die eben das, was sie nicht selber verbrauchten, konnten sie weiterverkaufen. Das war dann wie für die eine zusätzliche Einnahme. Ach, 300 Häuser ist viel. Für 300 Häuser, ja. Das ist viel für eine Stadt. Und wir gehen mal einfach davon aus, dass jedes Haus 25 bis 30 Meter solche Gänge hatte und da kann man sich leicht ausrechnen, wie viele Gänge es in Zeit einmal gegeben hat. Sind nicht mehr alle da, sind auch welche zugemauert worden, verschüttet und so weiter. Aber wir gehen davon aus, dass so 7.000 bis 8.000 Meter in Zeitz einmal gegeben hat. Gibt es Bestrebungen, die alle wieder zu reaktivieren? Ach, das geht nicht mehr. Nein, wir haben damals dann, da hat sich dann der Verein gegründet, gleich nach der Wende. Und wir haben uns dann gesagt, so, wir bauen jetzt ein Führungsgangsystem aus. Das hat hier eine Größe von 700 Metern, also 700 Meter Gänge. Aber die reine Laufstrecke sind etwa 300 Meter, weil wir in die meisten dann auch reinschauen nur. Das ist ja richtig wie ein Gang, wie eine Verzweigung. Ein unterirdisches Gangsystem eben. Wer kam damals nach der Wende auf die Idee, das wieder zu reaktivieren? Naja, das sind hauptsächlich der alte Vorsitzende, Gerd Seidel, und noch einige, die dann die Gründungsversammlung gemacht haben. Am Anfang waren es, glaube ich, um die 20 bis 30 Leute und später dann sind wir 150 gewesen, aber kurz nach der Wende. Jetzt sind es etwa noch 40 Mitgliedern. So? Ja, wie ist das so historisch gewesen mit den Gängen? Ging die irgendwie mal in Vergessenheit oder wusste man das immer, dass es die gibt? Naja, wie gesagt, früher die Einzelanlagen, jeder hat sein Bier selber gebraut. Dann um 1800 rum so gab es dann die ersten Braukommunen. Also dann haben sich einige immer zusammengetan und haben dann Bier gebraut und brauchten dann natürlich nur die Utensilien vor Ort.
eine sozusagen Anführungsstrichen Brauerei. Und später ist natürlich dann die Brauerei gebaut worden. Das wurde dann mehr oder weniger industriell hergestellt. Und dann brauchte man die Gänge eigentlich nicht mehr, weil es ja Lagerräume waren. Und die Brauereien hatten ja dann ihre eigenen Lagerräume, beziehungsweise dann später dann wurde das Bier ja pasteurisiert und so, hielt dann länger. Aber war man sich bewusst, dass es die Gänge noch gibt, auch zu DDR-Zeiten? Ja, das hat man gewusst. Aber es war nicht gewollt, dass das so touristisch vermarktet wurde. Es wurde immer ein bisschen geheimnisvoll getan. Weil dann, es gab Gänge, die gingen unter der Polizei, unter dem Rathaus, unter öffentlichen Gebäuden. Und das wollte man nicht. Es gab nämlich schon mal Bestrebungen, ungefähr 1974, so das Führungsgangsystem auszubauen. Aber das wurde dann unter fadenscheinlichen Gründen, hat man dann das verboten zu betreten. Und darum war das immer so, wer seine Gänge unter dem Haus hatte und in dem Haus wohnte praktisch, der konnte natürlich das runter, der konnte sich das anschauen. Aber das wird ja dann mit der Zeit uninteressant. Und, aber die anderen, ich zum Beispiel habe im Nachbarort gewohnt, das war immer so was Geheimnisvolles. Das würde ich auch mal gerne sehen, diese Gänge. Das ist immer so ein bisschen, gerade diesen unterirdischen See unter der Eisdiele herleihen. Und das wurde ja dann, es ist kein richtiger See, es ist ein Gang unter Wasser, aber das wurde dann durch Geräte von Leuten immer größer. Ja, das. Aber jedes Haus hatte erstmal nur sein eigenes System? Jedes Haus, also von den 300. Ich könnte einfach mal sagen, unter Zeitz, innerhalb der Altstadt, hat rundgerechnet, sagen wir mal, jedes zweite Haus solche Ganganlagen. Und ab wann wurden die dann verbunden irgendwie oder waren die auch schon lange oder schnell miteinander verbunden worden? Das ist erst durch uns passiert, durch den Verein. Das Führungsgangsystem. Teilweise sind sie auch schon vielleicht schon im 19. Jahrhundert einige verbunden worden und dann hauptsächlich erst im Zweiten Weltkrieg. Das hatte dann aber mehr oder weniger waren es dann meistens nur die Keller unten. Die Keller wurden unten miteinander verbunden, damit man eine Fluchtmöglichkeit hatte. Was nützten wir? So ein sicherer Gang, der 8-9 Meter tief ist. Bomben kommen, das Haus wird zerstört und ich sitze in der Mausefalle. Ich komme nicht raus, weil über mir ein Schuttkegel ist. Und da hat man eben angefangen, teilweise dann auch die Gänge zu verbinden. Aber meistens dann auch in Kellern, aber teilweise auch tiefer. Und dann wurde halt nochmal vom Verein noch. Und der Verein hat dann dieses, was ich vorhin gesagt habe, 1974 schon die Planung gemacht, hatte einer gemacht, der Ebert Wirth, die Planung gemacht, schon, wollten schon mal so ein Führungsgangsystem machen, aber zu DDR-Zeiten eben nicht möglich gewesen, aus politischen Gründen, weil eben Polizei und so weiter Gänge waren. Und das Rest hier, dieses Führungsgangsystem, hat der Verein zum Beispiel ich glaube, 4 oder 5 Verbindungen gemacht, damit man eben von Braustraße 6 durch die ganzen Gänge hier im Haus rauskommt. Hat das denn irgendjemand vermessen? Weil sonst weiß man ja, ja, das ist vermessen worden. Das waren damals Studenten, Fernstudenten von der Hochschule Dresden. Die hatten wir durch Beziehung so ein bisschen oder durch Mundpropaganda, haben die das hier als Diplomarbeit gemacht. Und die haben das dann alles ganz gut ausgemessen. Weil sonst wissen wir ja gar nicht, wo muss ich jetzt in den Durchbruch machen? Ja, das wurde dann, das hat gut geklappt. Okay. Seit wann war dann hier im Führungsgangsystem auch für die Öffentlichkeit da? Für die Öffentlichkeit im Sommer 92. Das ging relativ schnell. Da wurde das, ungefähr 2 Jahre Bauzeit. Und dann Sommer 92 wurden die eröffnet von damaligen Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts. Und seitdem haben wir so weit über 300.000 Besucher gehabt. Also die ersten Jahre war es ganz toll. Und dann wurde das natürlich, dann kannte es jeder oder die Zeit zur Gantens zumindest und so und das klar. In der Regel schaut man sich das einmal an und hat es gesehen. Vielleicht dann wieder mal nach 10, 20 Jahren, aber das ist so, dass die Besucherzahlen, na gut, jetzt die letzten 1, 2 Jahre müssen wir jetzt wegnehmen durch Corona,
aber haben sich so bei zwischen 6.000 und 8.000 Leuten eingepegelt. Was ist so der Eindruck von den Besuchern, wenn die hier mal... Ja, das ist natürlich, das erstaunt mich dann auch immer wieder. Für uns ist das was ganz Normales. Ja, man sieht das jeden Tag und ist unten und so. Aber wenn dann die Besucher kommen und sagen, oh, das ist interessant, das hätte ich nicht gedacht, dass man, wenn man hier oben lang fährt in der Stadt, vermutet man nicht, dass hier unten solche Ganganlagen sind. Und die sind dann beeindruckt dann? Die sind meistens beeindruckt, ja. Gibt es auch andere Städte im Landkreis? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Die im Landkreis nicht, die solche Gänge haben. Nur noch in Sachsen, in Klaurau sind sie bekannt und in Gerardehöhler auf jeden Fall. Die sind zwar nicht ganz so umfangreich, aber ähnlich. Gibt es irgendwelche Pläne für die Zukunft irgendwie? Nee, für die Zukunft haben wir keine Pläne. Wir wissen ja jetzt nicht erstmal noch nicht, wie es richtig weitergeht. Wir hoffen, dass wir bald wieder aufmachen können. Und wie weit dann, das kann man nicht sagen, aber es war ja schon ziemlich teuer, das alles so fertig zu machen, ja, die ganz auszubauen. Und in Zukunft, früher haben wir, sagen wir mal, viel Fördermittel gekriegt. Da ist das, gleich nach der Wende war das noch alles in Ordnung, ja. Das sind ja viel ABM-Kräfte, haben ja die meisten Arbeiten hier gemacht. Wir hatten ja ständig im Schnitt sechs ABM-Leute hier, die dann praktisch die ganze Woche gearbeitet haben. Ansonsten hätte das, der Verein hat auch Arbeitseinsätze gemacht, aber ohne ABM hätte das nicht so in dem Ausmaß geschafft werden können. Und jetzt in Zukunft, das würde sehr viel Geld kosten und das ist zurzeit einfach nicht objektiv. Man hat da einfach auch nicht mal die Leute dazu. Wir haben ja jetzt schon Probleme, diese Führung, das muss ja geführt werden, das ist ja eigentlich arbeitsintensiv. Ja, die Gruppe, im Schnitt sind es immer 6 bis 8 Mann, also das ist der Schnitt. Kann mal 10 Mann werden, aber es können auch mal 2 sein, die geführt werden. Eine Führung dauert etwa eine Dreiviertel bis eine Stunde. Und das ist eben sehr intensiv und da müssen wir auch die Leute haben, die das machen. Also werden Mitstreiter gesucht, die Führung machen wollen würden? Genau so ist das, ja. Das sind ja meistens alles ältere Leute. Wir haben ja das meistens über ABMs alles abgesichert, die ganzen Jahre. ABM-Kräfte, denn das kann man sonst nicht finanzieren als hauptamtlich oder sowas. Das ist ja nicht, manchmal hat man nur eingeführt, manchmal auch 10, das ist dann ganz unterschiedlich, aber jedenfalls kann man das finanziell nicht stemmen und darum sind das meistens ältere Leute gewesen, die führen, die hier mal ABM waren, die das gerne gemacht haben, also man muss das schon gerne machen. Also jetzt einen hier zwingen, komm her, du musst jetzt hier Führung machen, das klappt nicht. Da kommt nichts rüber. Aber grundsätzlich Ideen, das noch auszubauen, die gab es wohl irgendwie? Also naja, es sind ja nicht die einzigen Gänge hier, das Führungsgangsystem, wir haben ja auch noch woanders viele. Aber das ist meistens unter Privathäusern. Und die Leute müssten dann selbst Aktionen machen, ne? Wenn sie daran interessiert sind, dass ihre Gänge, man kann das zum Beispiel zum Dach des offenen Denkmals zeigen, haben wir auch teilweise gemacht, die unterstützt, aber wie gesagt, das ist jetzt, also es muss gemacht werden, aber von den Leuten, die die Häuser besitzen und dann auch die Gänge dann unterhalten wollen. Und ein Interesse haben, dass es verbunden wird. Interesse vor allen Dingen. Na, verbunden, das ist wieder so eine Sache, ja, dann das ist ja dann, man hat sie, wie gesagt, in Krieg verbunden und hat sie dann aber auch danach wieder Mauern reingebaut. Jetzt haben wir hier im Führungsgangssystem auch an guten Beispielen. Also man musste ja dann wieder Mauern reinbauen, sonst hätte ja jeder bei den anderen durch den Keller ins Haus hochgekonnt. So früher zum Beispiel, wenn man jetzt von der Geschichte ausgeht, das Bier ist ja unten gelagert worden in Holzbottichen. Und wenn jetzt zum Beispiel Bier lagert, entstehen ja Gase. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid. Und die sind giftig und die sind auch schwerer als Luft. Also müssten die eigentlich aus den Gängen raus. Und da ist es dann auch mal passiert, dass früher eine Magd runtergegangen ist, wollte Bier holen und ist nicht wieder hochgekommen.
weil sie unten Kohlenmonoxidvergiftung im Prinzip gekriegt hatte. Solche Sachen sind dann immer mal überliefert und bekannt. Es gab ja noch keine Lüfter, keinen Strom damals. Es musste dann irgendwie, das ist dann mit Feuer rausgezogen worden. Also sozusagen hat man Ofen hingestellt oben und da hat die Luft von unten angezogen und hat dann die alte Luft sozusagen nach oben gezogen und die frische Luft ist nachgekommen. So hat man, das sind so Sachen, die immer mal überliefert sind. Ne? Wir haben ja auch Gruselführung gemacht früher und sowas. Das ist Gruselführung? Ja, das war ganz groß, eigentlich ein ganz großer Knüller. Wir haben dann sozusagen, die Hexe habe ich eben weggenommen, wir haben das dann, haben wir uns viel Arbeit gemacht, aber das war alles noch, wenn wir APM hatten. Jetzt haben wir ja keine mehr. Also, dann haben wir da unten diese Gänge voll gruselmäßig ausstaffiert. Also das ganze Gangsystem ausgebaut, nur auf Gruselkabinett. So, und dann hatten wir einmal in der Woche 700 Kinder unten. So, das ist dann wirklich arbeitsaufwendig und vor allen Dingen, man kann das auch nicht ewig machen, weil dann das sind ja viele Stoffe gewesen. Wir haben Kürbisse zum Beispiel ausgeschnitten, wie das so Mode ist jetzt. Und dann hatten die aber alle einen Bart, Schimmelbart. Ja, übrigens haben wir auch unten Pilze-Champignons, die richtig verkehrt rum aus der Wand wachsen. Solche Sachen gibt es schon da unten. Wurzeln sieht man von Bäumen und sowas. Also das wächst alles, sind die Tunnel da stabil genug, wenn da auch Wurzeln reinwachsen? Ja. Eigentlich ja. Also es kommt mal einen Klumpen Dreck runter, aber so, dass jetzt hier Einsturzgefahr ist, ist es nicht. Die sind ja nicht so sehr breit. Nicht wie die Salzstecke jetzt da im Norden oben, sondern die sind 1,5 Meter breit und im Schnitt 8 Meter tief und vor allen Dingen Zeitz ist ja auf Buntsandstein. Ja, und der Buntsandstein, der ist relativ weich. Also den kann man mit Hammer und Meißel bearbeiten. Deshalb haben wir ja auch die Gänge hier. Ich glaube, wenn das hier Granit gewesen wäre, dann würde das wird's nicht geben, Salz. Und wenn Erde wäre, würde es auch nicht? Nee, bei Erde und Sand wird es auch nicht sein. Da müsste man ja alles ausbauen. Müsste man alles mit Stein verkleiden. Ne? Und das, ich denke mal, sind schon Sachen, die jetzt, wenn es nicht so tief ist, sind sie alle mit Bruchstein ausgemauert worden. Aber zum großen Teil dann auch ein Buntsandstein geschlagen. Und ich denke mal, dass das die Hauptsache ist, warum es in Zeitz gerade so viele Gänge gibt. Wir haben ja dann auch immer gefragt, warum gerade hier in Zeitz und so. Also war das Gestein der Grund, dass es überhaupt geklappt hat? Na, dieser Buntsandstein, der ist relativ weich. Das ist wie, man könnte sagen, wie ganz harter Lehm. Sieht so rotbraun aus. Also da kann ich mit Hammer und Meißel oder mit Spitzhacke arbeiten. Gibt es irgendwelche Überlieferungen, wie lange man das so für einen Meter gebraucht hatte damals? Nö, damals nicht. Überlieferung, das könnte ich aus eigener Praxis sagen, weil wir haben ja auch teilweise Verbindung gemacht mit den APM-Leuten hier, um eben in dieses bestimmte Gänge miteinander zu verbinden. Ja. Und darum weiß ich auch, wie lange das dauert, aber das ist eine Sache von Leuten. Wie schnell sie sind, also wenn sie, und es kann ja immer bloß einer arbeiten vorne und dann muss ja der Dreck rausgeschafft werden und dann ist es ja so, nach einer halben Stunde müssen sie Pause machen, weil dann die Luft schlecht wird. Das ist ja, wenn ich einen Gang mache, ist das ja wie ein hohler Stumpf, sondern ich komme ja, wenn ich Durchzug habe, ist das was anderes. Aber wenn ich jetzt hier so einfach in den Gang reinhaue, dann wird die Luft dann schlecht und dann muss ich erst mal eine halbe Stunde Pause machen und das wird auch so, dass der Luftaustausch ist. Und wie lange hat das so gedauert? So naja, man kann schon, naja, das ist immer eine Sache, wie gesagt, der Dreck muss raus. Und da muss mitunter, ich kann da unten keinen Container hinstellen. Ich muss den Dreck, je nachdem wie weit ich bin, auch so weit raus schaffen. Das kann auch mitunter manchmal 50, 60, 70 Meter sein. Ja, natürlich vorne bickern und dann beiseite schieben, das geht schnell, aber das kann man nicht. Wenn man da einen halben Meter weg hat, dann ist erstmal Ruhe, weil ich dann keinen Platz mehr habe. Ich vermute mal, dass die
die Gänge in zig Jahren gemacht haben. Die haben sich gesagt, na gut, vor allen Dingen im Winter hauptsächlich. Sommer, es waren ja teilweise auch naja, Bauern hier in der Stadt, nicht direkt, aber die das Bier gelagert haben, die hatten ja dann im Winter wahrscheinlich mehr Zeit, weil sie vielleicht durch Felder und sowas hatten. Und dann haben die im Winter mal gesagt, heute biggern wir mal wieder, was weiß ich, 10, 20 Zentimeter, schotten den Dreck raus. Und das hat man wahrscheinlich über Jahre gemacht. Also es ist ja nicht genau datiert, aber zwischen 14. und 16. Jahrhundert sind sie hauptsächlich angelegt worden. Das sind ja die Häuser, die oben drüber stehen, dann auch quasi so alt? Die sind auf jeden Fall so alt, wenn es noch die Originalhäuser sind. Und haben wir hier teilweise hier. Das ist ja hier, dieser ganze Fischstraße hier ist ja unterhöhlt.